Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Alarm, ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein sehr nützliches Toy, denn das kann, wie die Stanzpfeife von der kleinen Kati, einmal unsere Post abholen. Das Teil schimpft sich Una-Stange oder Uhuna-Stange, irgendwie so. Und ja, was macht es genau? Platziert eine Stange, um ein Kind von Unara in der Nähe anzulocken. Das klingt jetzt erstmal falsch, aber okay. Der Unara wird 10 Minuten lang Post abholen und bringen oder bis er weggerufen wird. Okay, also so viel dazu. Wo kriegen wir das her? Wir müssen bei einer Ruffraktion ein bisschen Ruf einschalten, und zwar bei den Zentauren der Maruk, so rum. Der Name ist immer ein bisschen schwieriger. Und ja, was für eine Ruhmstufe brauchen wir da? Wir brauchen Ruhmstufe 14. Dann bekommen wir nämlich eine Quest und da gibt es dann dementsprechend einmal direkt das Toy. Hier seht ihr, Ruhmstufe 14. Da haben wir dieses schöne Spielzeug mit dabei. Ich würde sagen, wir lernen das jetzt einmal. Wo haben wir es? Da haben wir es. Und dann packen wir das mal aus. Wo haben wir es denn? Uhuna, genau. Da packen wir es aus. Und ihr seht, wir haben jetzt quasi einmal so einen Pfosten, da ist der Vogel drauf und dann können wir hier einfach auf unsere Post zugreifen. Ich habe auf WoWhead gelesen, dass es dieselbe Abklingzeit hat wie die Kati Stanzpfeife und ihr seht, ja, hat es. Also ihr habt da nicht zwei Toys, die dementsprechend euch die Post bringen. Solltet ihr aber die Kati Stanzpfeife nicht freigeschalten haben, ist es eine nette Alternative und ja, ihr müsst dann nur ein bisschen Renown quasi bei der Maruk-Fraktion farmen und dann habt ihr auch dieses nette Toy. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Die Quest kriegt ihr direkt dann hier im Lager, die wird auch angezeigt. Die gebt ihr, also ihr habt das Renown-Level, könnt dann direkt hingehen, abgeben und kriegt dann euer Toy. Also da müsst ihr dann nicht mehr sonderlich viel machen. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.